Was beeinflusst die Lebensqualität des Menschen im Alter? Lebensqualität ist ein sehr weit gefasster Begriff, bei dem es nicht nur um Gesundheit oder Krankheit geht. Sie lässt sich nur schwer definieren, weil jeder Mensch ein individuelles Verständnis von ihrer Bedeutung hat. Obwohl jeder Mensch seine eigene Meinung zu diesem Thema hat, gibt es bestimmte Kriterien für eine gute Lebensqualität, die allen Menschen gemein sind. Dazu gehören Unabhängigkeit, Bewegungsfreiheit, gute soziale Beziehungen, eine gute finanzielle Lage, um Bedürfnisse befriedigen zu können, Weltverständnis und eine erfüllende Arbeit. Die Ansicht über die Art und Weise, wie ältere Menschen ihre Freizeit verbringen, haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Alter in erster Linie mit Ruhe nach einer intensiven Zeit der Berufstätigkeit und Kindererziehung assoziiert. Die damaligen Altersideale beruhten auf der Annahme, dass man das Alter am besten in Ruhe verbringt. Im 21. Jahrhundert spricht man von einer guten Lebensqualität eines Senioren, wenn dessen physiologischen Bedürfnisse befriedigt sind, wenn er sich sicher und zu Hause fühlt, wenn dessen Autonomie sowie die Kontrolle der Umgebung gewährleistet sind und er sich seinem Umfeld zugehörig fühlt. Es geht auch darum, Würde, Akzeptanz und Genuss zu gewährleisten, Verständnis für andere zu wecken, dafür zu sorgen, dass ästhetische Bedürfnisse erfüllt werden und kreativ zu sein. Es ist auch wichtig, sich um die geistige Sphäre zu kümmern und für Aktivität, aber auch bewusste Passivität zu sorgen. Im Fokus sollte dabei eher das Bestreben um Gesundheit und einen aktiv gestalteten Alltag stehen, als die Sorge um Krankheit und Behinderung. Wie heißt es doch so treffend? Das Alter ist nichts für Feiglinge. Graue Haare, Falten, Verlust einer attraktiven Figur oder eine Abnahme der Potenz erschrecken Senioren, die mit diesen Veränderungen nicht zurechtkommen. Das Alter bringt Ängste mit sich. Diese werden in der Regel durch alltägliche Ereignisse, Gedanken an die Zukunft, Krankheiten oder die Perspektive, die Familie zu belasten, ausgelöst. Man fragt sich auch, ob man einsam sein wird und wie das Leben in einem Pflegeheim aussehen könnte. Daher rührt manchmal die verzweifelte Suche nach Möglichkeiten, wie man diesen Prozess des Alterns stoppen oder vielleicht sogar rückgängig machen kann. Eine positive Haltung einer älteren Person in dieser Lebensphase manifestiert sich in guter Gesundheit, körperlicher Aktivität und geistiger Klarheit. Hier sollte man auch Aufrichtigkeit in Beziehungen zu anderen Menschen und die Gelassenheit und Zufriedenheit mit dem Verlauf des eigenen Lebens anführen. In dieser so wichtigen und wertvollen Lebensphase ist es sinnvoll, auf eine ausgewogene Balance aus Aktivität und Passivität zu achten. Wird der Lebensradius kleiner und die Passivität größer, nimmt die Lebensqualität im Alter deutlich ab. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Die Lebensqualität im Alter setzt sich aus den folgenden Dimensionen zusammen: dem eigenen geistigen und körperlichen Wohlbefinden, der materiellen Existenz, den zwischenmenschlichen Beziehungen, den Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung und der Mobilität. Hinzu kommen Faktoren wie ein gutes finanzielles Auskommen sowie ein möglichst selbstbestimmtes Leben. Die subjektive Einstellung einer Person zu den angeführten Funktionsebenen bedingt deren einzigartige und angemessene Bewertung der Lebensqualität. Best Ager, Silver Ager und Ruheständler. Der alte Mensch wird wahrgenommen. In den letzten Jahren hat sich vor allem im Gesundheitswesen eine Definition der Lebensqualität herausgebildet, die ein besonderes Augenmerk auf Senioren lenkt. Wir leben in der Ära grauer Gesellschaften, in denen die Lebenserwartung von Frauen und Männern steigt. Die Gruppe der Senioren wird immer zahlreicher und vielfältiger,
verfügt über ein beträchtliches intellektuelles und wirtschaftliches Potenzial und hat einen bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung und den Verlauf des gesellschaftlichen Lebens. Wichtig ist, dass die Senioren des 21. Jahrhunderts auch produktiv im wahrsten Sinne des Wortes sind. Schlagwörter wie Best Ager oder Silver Ager machen dies besonders deutlich. Die Erwartung an einen Senioren hat sich verändert. Ihm wird noch etwas zugetraut. Er steht im Leben, plant und gestaltet seinen Alltag und ist bestenfalls im Unruhestand. So weit, so gut. Was aber passiert, wenn Krankheit und Behinderung den Alltag beeinflussen? Der menschliche Körper ist für körperliche und geistige Aktivität ausgelegt. Sie ist eine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung eines zufriedenstellenden Gesundheitszustandes sowie für die richtige Anpassung an das Alter. Ein schlecht an die Existenz in der letzten Lebensphase angepasster Mensch ist manchmal körperlich oder geistig erschöpft, ängstlich, zeigt nervöse Spannungen, Apathie und erlebt Frustrationen. Die Aktivitätssteigerung trägt hingegen zur Verbesserung seines Wohlbefindens und seines Selbstwertgefühles bei, verringert Ängste, erhöht die Häufigkeit von Kontakten mit anderen Menschen und steigert seine Unabhängigkeit. Es ist jedoch zu beachten, dass das Ausmaß der Aktivität einer Person relativ ist und vom Alter und Gesundheitszustand des Einzelnen abhängt. Ein Faktor, den man als wesentlich für die Gestaltung der Lebensqualität älterer Menschen ansieht, ist deren Wohnort. Nun ist es aber so, dass häufig der Wohnort, das Zuhause, durch auftretende Krankheiten oder Behinderungen gefährdet wird. Wenn dies geschieht, müssen häufig pflegerische Angebote wie ambulante Pflege oder das betreute Wohnen wahrgenommen werden. Nicht zuletzt kann es passieren, dass die Versorgung in einem Pflegeheim in Anspruch genommen werden muss. Diesen Senioren sollte ein besonderes Augenmerk zuteil werden. Der Einzug in ein Pflegeheim ist eine schwere emotionale Belastung, die mit Sicherheit eine Krise im Leben darstellt. Jeder bindet sich an die Orte, an denen er lange Jahre seines Lebens verbracht hat. Deshalb empfinden Senioren den Aufenthalt in einem Pflegeheim als sehr schmerzlich. Nach dem Umzug in eine solche Einrichtung kommt es vor, dass sie sich selbst aufgeben und sich ganz der Einrichtung ergeben, was sicherlich nicht wünschenswert ist. Besonders wenn ein Krankheitsereignis plötzlich auftritt, kann der Umzug in ein Pflegeheim einen Schock bedeuten. Um die Lebensqualität zu verbessern, ist es notwendig, negative Gewohnheiten zu ändern. Der zu Pflegende sollte in dieser Zeit der Eingewöhnung besondere Unterstützung erhalten. Moderne Pflegeheime haben diese Notwendigkeit längst erkannt. Ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Pflegefachkräften, Therapeuten und Alltagsbegleitern, leistet Hilfestellung und zeigt Präsenz. Ein Gefühl des Alleinseins und der Hilflosigkeit soll so dringend vermieden werden. Welche Rolle spielt der Pflegebedürftige in der Gesellschaft? Soziale Faktoren wie Verwitwung oder Scheidung, der Verlust der beruflichen Rolle, die Einsamkeit, der Nachwuchsmangel, die soziale Isolation und die Abhängigkeit von anderen Personen oder Institutionen sind Determinanten der Lebensqualität einer älteren Person. Viele der oben genannten Faktoren hängen voneinander ab, sodass Hilfsaktivitäten von verschiedenen sozialen Gruppen und Institutionen facettenreich und richtig synchronisiert sein sollten. Dies zeigt sich in der Praxis recht schwierig, ist aber durch eine gute Koordination von Schnittstellen durchaus möglich. Mit anderen Worten, eine gute Lebensqualität einer älteren Person kann nur erreicht werden, wenn die Anstrengungen der professionellen Helfer, der älteren Person selbst und dessen sozialen Umfelds kombiniert werden. Dies ist das Geheimnis, um eine echte Wirksamkeit im Sinne einer vielfach funktionalen Unterstützung zu erreichen.
Professionelle, psychosoziale und therapeutische Interventionen sollten so eingesetzt werden, dass sie den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort entsprechen. Die Verbesserung der Lebensqualität einer älteren Person kann auch durch die Schaffung von Möglichkeiten durch verschiedene Formen der Sozialhilfe erreicht werden. Dazu gehört die instrumentelle Unterstützung, die in der Bereitstellung finanzieller und dienstlicher Hilfe für ältere Menschen besteht. Versorgungsangebote aufzeigen, rechtliche Unterstützung bieten, finanzielle Beratung ermöglichen. Hierin zeigt sich die Wertschätzung des Einzelnen durch die Gesellschaft. Die letzte Hilfe wird von Pflegeheimen geleistet, wo ältere Menschen Hilfe finden, die aufgrund ihres Alters und ihres Gesundheitszustands nicht in der Lage sind, unabhängig zu leben. Das ordnungsgemäße Funktionieren solcher Betreuungseinrichtungen sollte sich als professionelle Hilfe manifestieren. Diese sollten um das Wissen um die Schaffung einer neuen Kultur der Hilfeleistung bereichert werden, die auf die Bedürfnisse der älteren Mitglieder der Gesellschaft orientiert ist. Die Hilfe, die in ihnen geleistet wird, stellt einen vielschichtigen, dynamischen Prozess dar, dank dem ältere Menschen sich wohl und glücklich fühlen. Nur ein zufriedener Empfänger von Pflege-, Gesundheits- und Sozialleistungen ist ein Zeugnis für die wahre Wirksamkeit der Pflegeheime. Wir kommen nun zum Schluss unseres Podcasts. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass ältere Menschen nicht die gleichen Möglichkeiten haben, eine hohe Lebensqualität zu erfahren. Es ist die Pflicht der Gesellschaft als Ganzes, alles zu tun, damit ältere Menschen ein besseres und würdigeres Leben führen und die letzte Phase ihres Lebens in einer Atmosphäre der allgemeinen Akzeptanz und Anerkennung verbringen können. Zu diesem Thema gibt es noch vieles zu sagen. Haben Sie Lust? Dann hören Sie uns doch gern weiter zu. Wir freuen uns auf Sie.